möchte mit dir heute über ein sehr spannendes Thema sprechen, und zwar: Kann Geld glücklich machen, beziehungsweise ist Geld wichtig? Ich habe den Standpunkt, Geld ist mir sehr wichtig und Geld kann mir auch extremst viel Glück kaufen. Und daher habe ich mir heute einen besonderen Hintergrund zu diesem Video ausgedacht. Ihr seht das hier in Sydenham. Das ist, wenn ich es behaupten darf, das teuerste Hotel hier, wo ich heute zu Gast bin, beziehungsweise auch bereits gestern abends war. Und da ist mir eigentlich wieder bewusst geworden, so, Alter, wie geil ist es eigentlich, wenn man sich da nicht so viel Gedanken machen muss, sondern sich einfach einen schönen Abend gönnen kann. Kommen auch gleich zu die Kosten drauf, weil das ist auch total crazy, weil ihr seht das unten dabei, das ist das Restaurant und das ist hier jetzt zum Beispiel die Aussicht. Jetzt habe ich mich vielleicht zu schnell bewegt und es ist halt echt unglaublich schön. Und das Coole war dann gestern noch abends, durch dem, dass ich hier Abendessen war, bin ich dann quasi eingeladen worden, den Tag heute quasi hier am Pool verbringen zu dürfen. Und das ist doch auch mal richtig cool. Also ich bin jetzt ehrlich gar nicht davon ausgegangen, dass auch Gäste hier den Pool nutzen dürfen, weil das Hotel hier einfach mal Minimum die Nacht 200 Euro aufwärts kostet. Und das ist halt schon, ja, das ist eine ganz andere Liga. Und das Witzige dran ist, und eigentlich ist es überhaupt nicht witzig, weil mir tut mein Hals extremst weh beim Sprechen. Und trotzdem mache ich das Video. Ich blende hier jetzt mal was ein. Und zwar habe ich in diesem Loch, wohlgemerkt wirklich Loch, die letzten 1,5 Nächte verbracht. Das Ding ist geschimmelt. Ich habe schlechte Laune gehabt, also ich war richtig, richtig schlecht drauf. Das hat auch meine Reisebegleitung, mit der ich unterwegs bin, richtig krass zum Spüren bekommen, weil wenn ich schlecht drauf bin, spreche ich auch nicht mehr, kann mich da einfach noch nicht so richtig ausdrücken. Das ist eine extreme Schwäche von mir. Und da ist mir eigentlich bewusst geworden, so, wie geil ist es eigentlich, dieses Mindset auch heute haben zu dürfen, einfach Geld ausgeben zu können. Es ist ja ein gewisser Prozess, weil früher habe ich zum Beispiel extremst sparsam gelebt, habe in solche Löcher teilweise echt geschlafen auch und alles. Man sieht es, heute habe ich es auch noch gemacht, beziehungsweise schlafe jetzt einfach die nächsten Nächte auf einer Couch. Ist mir jetzt eigentlich egal, ich bin da auch total easy zum Glück. Mache mir da jetzt auch nicht so viele Gedanken oder sonst irgendwas. Aber das Ding ist halt einfach am Ende des Tages, man muss bereit sein, Geld auszugeben. Das war ich zum Beispiel früher nicht. Um dann gleichzeitig irgendetwas wieder zurückzubekommen. Schau mal an, ich war gestern hier Abend essen und darf heute hier den Tag verbringen. Bin ich davon ausgegangen? Nein, überhaupt nicht. Und das war ja gerade auch das Geile. Gestern bei einer Rechnung zum Bezahlen sagt er so, hier den Receive aufheben, da kommst du morgen vorbei und kannst dann auch hier diesen Pool nutzen. Haben wir jetzt gerade noch ein Käffchen bestellt, ein Soda Water. Aber ich habe natürlich auch einen Laptop mit dabei, weil wir natürlich auch in einem extrem geilen Zeitalter leben. Ich weiß noch, wo ich damals angefangen habe, 2000, ja, eigentlich habe ich schon immer gespart, aber so richtig intensiv ist das Ganze dann 2011, 12 geworden, wo ich dann auch alles mitgeschrieben habe, alles getrackt habe, wo kann ich mich noch einschränken. Und ganz ehrlich, das ist Bullshit. Glaub mir eins, schränke dich bitte, bitte, bitte nicht so extremst ein, wie ich das gemacht habe. Das war echt krass. Also ich mag jetzt auch einfach mal so ein bisschen von meiner Story erzählen dürfen, weil viele wissen das gar nicht. Die sehen natürlich dieses hier und jetzt, boah, der hat da voll den geilen Hintergrund und dies, das, Ananas. Aber es war halt nicht immer so. Ich habe so hardcore sparsam gelebt. Ich habe ein Auto gehabt, aber ich bin bewusst alles mit dem Fahrrad gefahren und das sind relativ schnell fast 1000 Kilometer im Monat mit dem Fahrrad zusammengekommen, bei Wind und Wetter, bei minus, ich glaube das Schlimmste war minus 17, 18 Grad, weil ich ja in die Berge gewohnt habe. Das war Hölle, das war wirklich Hölle auf Erden für mich, aber ich habe das damals einfach nicht anders können. Ich habe nicht Geld ausgeben können, ich habe sogar beim Benzin gespart. Also eigentlich, wo du heute so denkst, so, Alter, Junge, 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 bist du dumm gewesen, aber andererseits muss ich auch sagen, so, das ist richtig geil, dass ich genau das gemacht habe, weil sonst könnte ich das heute, dieses Hier und Jetzt einfach nicht schätzen, durch dem, dass ich so sparsam gelebt habe. Ich habe mir, darf ich das eigentlich erzählen, das macht so ein schlechtes Bild von mir, aber das ist halt Real Talk einfach am Ende des Tages.
ich habe mir so gut wie nie Klamotten gekauft und ich habe mir dann, wenn dann, wirklich absolut nur das Nötigste gekauft. Und mein, man kann ja bei Secondhand sparen, aber es gibt halt noch eine Schippe oben drauf, und zwar ist es Kick hinten irgendwo rechts, links, wo dich keiner sieht, einfach so nach unten durchgegangen, irgendwas für 2-3 Euro genommen und dann bin ich wieder gegangen. Und so habe ich gelebt. So habe ich gelebt, ohne Witz. Also das kann man sich heute nicht vorstellen, beziehungsweise möchte ich mir das auch gar nicht mehr vorstellen. Deswegen sollte jedem Geld wichtig sein. Geld kann vieles ermöglichen. Natürlich gibt es die Schattenseite, da braucht man gar nicht drum herum reden. Der Neid in Deutschland, das ist, okay, ich muss mir jetzt hier entschuldigen, der Neid generell, wenn man irgendwas hat oder sonst irgendwas. Ich habe das auch immer früher gehabt, dieses, boah, wie kann er sich so ein dickes Auto gönnen oder sonst irgendwas, sondern heute sage ich so, Kumpel hat sogar gestern sich einen neuen BMW gekauft, aber das ist ein Unternehmer, der ist crazy, freue mich auch, wenn wir uns nächstes Jahr sehen, Dennis, wenn du es siehst, schöne Grüße. Das Erste, was ich gesehen habe, er hat sich ein Auto gegönnt, das zack, bumm, Nachricht, hey, Glückwunsch, geiler Typ, geiles Auto, viel Spaß damit. Und genauso sollte es meines Erachtens am Ende des Tages sein. Klar, auch ich, Gottes Willen, gell, also mit meiner Art, ecke ich natürlich oft an in die Social-Media-Sachen und sonstiges. Früher habe ich mir da voll viele Gedanken gemacht, so wenn jemand sagt so, Holly, deine Zähne sind schief, Holly, deine Aussprache ist schlecht, Holly, warum fuchtelst du so mit deinen Händen rum? Heute sage ich so, hey, sorry, geht mir so dermaßen am Arsch vorbei, wenn das jemand sagt, weil ich antworte gar nicht drauf. Entweder tue ihn muten, das heißt einfach, der kann immer noch Kommentare schreiben, wie er möchte. Es sieht keiner, nur er selbst. Gibt mindestens 100, 200 Kanäle, wo ich das schon gemacht habe, eher über 200 sogar. Ist mir ehrlich gesagt egal, weil ich möchte mich mit solchen Menschen nicht auseinandersetzen, diese negative Art oder sonst irgendwas, sondern ich mag ja positiv beeinflusst werden. Und dieses Positive möchte ich dir ja auch hier mitgeben dürfen. Klar, greife ich auch mal voll in die Scheiße rein bei einer Unterkunft. Muss aber auch sagen, dass es gut ist. Es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber da sieht man dann wieder, was einem im Leben wichtig ist. Und Geld ist tatsächlich ein Motivator. Warum denkst du, dass ich hier chill, mir hier dieses Ganze gönne, aber auch einen Laptop dabei habe, die Kamera dabei habe, ich habe Handy dabei. Also ich arbeite natürlich dann auch am Ende des Tages und ich weiß gar nicht, ich glaube heute ist Samstag, also ich arbeite jeden Tag, aber halt jeden Tag nur meine 3-4 mal 5 Stunden, außer es steht irgend größere Projekte an, dann hocke ich auch wirklich von in der Früh bis abends am Laptop, weil mir das wahnsinnig wichtig ist. Wichtig natürlich auch, dass meine Kunden alle zufrieden sind. Und am Ende des Tages muss ich halt ganz ehrlich sagen, ohne Geld könnte ich mir das hier einfach nicht leisten. Natürlich brauchen wir jetzt nicht reden. Das Essen gestern, das war mit, ich habe 2 Gläser Wein gehabt und richtig schönes Thunfischsteak, medium gebraten, mit Spargel, mit Reis, mit Quinoa, also wirklich bombastisch geniales Essen. Mit Trinkgeld waren das nicht mal 20 Euro und du weißt ja selbst, wenn es irgendwo in Europa so etwas ist, dann bist du Minimum ungelogen 40 Euro los. Ich komme selbst aus der Gastronomie, ich habe immer viel arbeiten müssen oder müssen, ja definitiv, ich wollte es auch. Ich tue auch jetzt noch viel arbeiten, nur einfach viel smarter das Ganze. Und da ist halt einfach mein Tipp für dich, gib auch mal oder sei auch mal bereit, etwas Geld für dich auszugeben. Wenn du das nicht kannst, musst du es lernen. Ich habe das auch echt lernen müssen. Und das ist halt jetzt einfach ein schönes Zeichen. So, gestern abends da oben, schönen Tag, meinen schönen Abend gehabt, gut gegessen und heute darf ich hier herunten chillen, ohne dass ich davon ausgegangen bin. Und ihr seht es hinterbei, das ist ein bombastisch schöner Ort. Und ja, ich bin der Meinung, Geld ist wichtig. Und Geld kann dir auch Glück kaufen. Meistens ist es unbewusst. Genauso wie gestern Abend zum Beispiel. Also weißt du, wie ich meine? Das sind so, man gibt was aus und bekommt plötzlich was zurück, wovon man nicht ausgegangen ist. Und dafür bin ich halt persönlich immer extremst dankbar. Und ich bin auch für genau das heute extremst dankbar. Und mir war das einfach mal wichtig, dir auch zeigen zu dürfen. So, hey, wie habe ich früher gelebt? Ich habe so hardcore sparsam gelebt.
Ich habe mir selbst die Haare geschnitten. Also keine Ahnung, ich habe wirklich überall gespart, wo es gegangen ist. Bloß war ich nicht bereit, den Gegenpart einzunehmen, auch mal bereit, Geld auszugeben. Und seitdem ich das bin, kommt auch irgendwie viel mehr zurück. Als Beispiel jetzt noch, weil ich gestern habe ich es nicht gewusst, dass man hier auch Kartenzahlung machen kann. Das blödes Beispiel. Ich habe die Amex, die Platin, ich zahle glaube ich 60 oder 65 Euro Gebühren im Monat. Braucht man nicht drum rumreden, das ist brutal, brutal, brutal viel für eine Kreditkarte. Und man muss natürlich dann auch fragen, so auch in solchen Hotels, weil wir sind hier auch ein bisschen abgelegen, ob die überhaupt die Amex dann akzeptieren. Und wenn du diese rauszückst, dann hast du schon so ein ganz anderes Standing teilweise und das ist halt, das ist crazy. Also ihr kennt's mich, also Alter, ich habe schiefe Zähne, ja, ich habe aber auch 4 OPs hinter mir, dass das einigermaßen passt. Ich kann nichts dafür, dass die obere Kauleiste jetzt passt und die untere Kauleiste mir dieser scheiß fucking Retainer einfach abgegangen ist und mir einfach diesen scheiß Zähne schief hingestellt hat. Was meinst du, wie ich angepisst war? Ich lasse mir da 4 OPs unterm Nagel ziehen, dass das alles passt. Und was passiert dann? Diese scheiß Retainer unten zieht's mal auseinander. Hey, Alter, pisst mich immer noch heute an, aber würde ich deswegen irgendwie einen Eingriff machen? Nein, würde ich nicht machen. Falls bringt's mir was? Ja, schönere Zähne. Macht's aber was mit mir? Nein, weil ich trotzdem lache, ich bin glücklich und das ist ja auch gerade das Geile dran. Und auch so einfach dir ein bisschen was zeigen zu dürfen, dir einfach mal vielleicht den, es wird, geht definitiv, wenn das 1000 Leute sehen und nur einer etwas in seinem Leben verändert, zum Positiven hin, dann muss ich sagen, hat sich das für mich gelohnt. Wenn die anderen 999 sagen so, Holly, du bist scheiße oder sonst irgendwas, Gottes Willen, dann kann ich damit leben. Wäre natürlich schade, also Gottes Willen, man mag ja trotzdem, jeder Mensch strebt ja nach Anerkennung, diese Liebe, Zuneigung und sonstiges. Und das kriegt man zum Beispiel auch mit einem Daumen nach oben, das freut einen einfach am Ende des Tages. Wenn man dann, keine Ahnung, eine von 100 Daumen nach oben, 20 Daumen nach unten hat, dann fragt man sich schon auch, was hat man falsch gemacht? War das Thema falsch? War der Hintergrund falsch? Hat man sich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, falsch verhalten oder sonst irgendwas? Und das möchte ich dir einfach mitgeben. Schau mal ein bisschen, was du machen kannst, dass du vielleicht glücklicher bist und sonstiges. Und ich hoffe auf jeden Fall, dir hat das Video gefallen. Du lässt einen Daumen nach oben da und kannst ein bisschen was aus diesem Video für dich mitnehmen. Schöne Grüße hier aus Bali.